Hallo liebe YouTuber, ganz herzlich willkommen in meinem neuen Video. Ich habe wieder richtig schöne Sachen vor. Und zwar, ich möchte gerne ein Herz machen aus... Ich habe so vieles Schönes mitgebracht, ich muss das eigentlich erstmal zeigen. Habe ich doch noch so eine richtig schöne Erinnerung und ich habe die Tage Post bekommen und habe gedacht, ach, was ist denn das? Das ist eine ganz tolle Erinnerung an einen wunderschönen Tag mit der lieben Merle. Und sie schreibt, liebe Margit, dieses Bild ist für dich, weil ich dich so vermisse. Alles Gute, deine Merle. Das finde ich ja sehr, sehr, sehr süß. Ganz lieben Dank, liebe Merle. Und das Video von uns zusammen, das blende ich gleich nochmal in der Infocard oben ein. Das ist nämlich eine tolle Erinnerung. Und ich bedanke mich vielmals für die tolle Fanpost und für die schönen Zeilen. So, und jetzt geht's aber zum Video weiter. Ich bin mal wieder alleine, wie man so merkt, weil ich bück mich schön in die Kamera, damit man auch den Arbeitstisch gut sieht und damit ihr das alle gut sehen könnt. Und ich habe wieder ganz viele Naturmaterialien. Ich habe Weinreben hier, sehr schöne. Dann habe ich eine ganz tolle Birke, ja, die zeige ich dann auch gleich. Die kommt im Video gleich zum Einsatz. Dann gibt es noch hier sehr schön China-Schilf, ja, wunderschön. Wieder mein Zebragras, das ich geschnitten habe. Und dann arbeite ich natürlich wie immer sehr, sehr gern mit Heidelbeere, Efeuranken. Ich möchte gerne ein Herz machen und dafür brauche ich eine schöne Drahtbasis. Und Draht ist ja ganz oft richtig, richtig wichtig. Ja? Und der Draht, den ich brauche, das ist jetzt ein ganz toller, stabiler 5 mm Aludraht. Den gibt es auch in verschiedenen Farben, wie man hier sieht, in einem sehr schönen Rosa. Den gibt's, das ist jetzt in Silber, der ganz normale. Und es gibt auch 2 mm Aludraht. Wenn man denkt, ich spare mir das mit den 5 mm, ich nehme den 2 mm doppelt, kann man natürlich auch machen. Aber der ist nicht so stabil. Und viel stabiler ist der 5 mm Aludraht, der ist richtig toll. Es kommt auf die Arbeit drauf an. Wenn man viel Stabilität braucht, dann sollte man den 5 mm nehmen. Es gibt auch Arbeiten, wo ich sage, der 2 mm reicht. Und ich nehme den auch wirklich gerne doppelt. Und Aludraht hat halt diese tolle Eigenschaft, der ist so wunderbar biegsam und der ist so richtig weich. Hier sieht man, wie man den ganz toll biegen kann. Und da das natürlich auch wieder Draht ist, auf jeden Fall mit der Drahtschere schneiden. Ganz wichtig, weil die normale Baumschere ist dann irgendwann mal beleidigt. Ja, und weil ich natürlich eigentlich einen Türkranz in Herzform machen möchte, habe ich wunderschöne Blumen mitgebracht, Blüten, weil die Kundin hat gesagt zu mir, ich möchte nicht so gern was, was eigentlich so kurz nur hält, sondern ich möchte gerne was Haltbares. Und dann habe ich auch noch schöne Knöspchen, die ich da drauf machen kann. Also die werden auch drauf geklebt noch. Und damit das Ganze ein bisschen grün aussieht, mogel ich so mit ein paar Seidenblumen. Und auch hier in Pink, in Weiß, diese hübschen Knospen. Die habe ich alle hier so hergerichtet. Und damit es auch schön aussieht, guckt mal. Für euch ist mir keine Mühe zu groß. Es ist also alles wunderschön angerichtet. Ja, aber zu den Blumen kommen wir natürlich nachher. Ich habe mir jetzt im Vorfeld schon Gedanken gemacht, wie ich das am besten alles so mache. Und ich fand jetzt diesen Rosa, weil die Blumen sind ja auch ein Weiß-Rosa. Deswegen fand ich hier diesen rosanen Aludraht am schönsten. Wenn man davon noch was sieht, ist es natürlich auch toll, weil das ist ja ein sehr dekoratives Element. Aber ich fange jetzt einfach mal an mit meinen Ranken. Und zwar, ich nehme die Weinranken. Weinranken sind was ganz Tolles. Ja, die werden jetzt im Frühjahr immer weggeschnitten, damit der Wein wieder neu treiben kann. Und wie so oft in meinen Naturgrenzen, so muss immer ein bisschen mal mit den Füßen das Ganze auch teilen, in meinen Naturgrenzen nehme ich zwei Stränge. Ja, nehme die in eine Hand
und verwickle diese zwei Stränge miteinander und bekomme dadurch einen, ja, so, also das ist, bekomme dadurch einen langen Strang. Da ich natürlich auch noch mehr Materialien brauche, oder ich möchte ja auch, dass das Ganze dicker wird, nehme ich auch noch Birke dazu. Also man muss ein bisschen Zauberei machen und man muss auch ein bisschen Material holen. So, nehme ich auch Birke und wickle mit der Birke weiter und ja, verwickle diese verschiedenen Materialien. Man sieht schon, also es gibt hier sowas, was dann irgendwann mal an einen Kranz erinnert. Aber ja, Naturmaterialien wickeln und einen Kranz selber erstellen, das braucht natürlich schon so ein bisschen, ist so ein bisschen Handarbeit. Und man muss diese verschiedenen Materialien auch aneinander wickeln. Und um eine Stabilität zu gewinnen, braucht man ja auch irgendwann dann mal Draht. Ja, da kommen wir auch gleich noch dazu. Und also im Grunde genommen fange ich fast an zu arbeiten wie bei meinem Video Naturkranz, weil da verwickle ich auch verschiedene Materialien miteinander. So, was ich gemacht habe, ist am Anfang habe ich einen schönen Aludraht genommen und habe erstmal die Länge abgemessen und habe den in Form von einem Herz hingelegt und habe dann natürlich abgemessen, wie viel Meter ich habe jetzt hier, also 1,20 Meter, wie viel Meter ich brauche, um die Form, ja, um diese Herzform zu machen. Und damit ich den Aludraht jetzt auch in meine Arbeit mit integriere, nehme ich einen schönen Wickeldraht. Ich habe also einen wunderschönen rosanen Wickeldraht. Und mit diesem Wickeldraht wickle ich jetzt erstmal mein Geflecht aus Chinaschilf, aus Birke, aus den Weinranken. Ich habe noch keine Heidelbeere, ich habe noch keine Efeuranken. Das kommt dann noch dazu. Aber mir geht es jetzt erstmal darum, ich möchte jetzt erstmal meinen Aludraht, meinen rosanen, an die Naturranken wickeln. Die Herzform, die kommt noch. Warum wickle ich das nicht gleich in Herzform? Der einfache Grund ist, wenn ich das in Herzform wickle, was ich natürlich machen könnte, dann würde ich mir aber selber ein Bein stellen, weil wenn ich in Herzform jetzt diese Ranken arbeiten muss, dann ist das, dann brauche ich viel länger und ist das viel schwieriger und aufwendiger zu arbeiten, wie wenn ich jetzt einfach einen Strang nehme. Und diesen Strang, den kann ich ja dann dank dieser Festigkeit des Aludrahts nachher biegen, wie ich möchte, nach Herzenswunsch. Und das nutze ich auch gern. Und deswegen arbeite ich jetzt eigentlich erst nochmal primär nur einen Strang. Und später geht es dann weiter, dass die Herzform dann entstehen wird. Man sieht, ich habe eigentlich auch, es war gar nicht so schlecht, die Abmessung. Hier enden die Weinranken und hier endet der Aludraht. Also mein Augenmaß hat ganz gut gepasst. Gott sei Dank. Ist ja auch nicht immer so. Aber das ist jetzt schon mal eine sehr schöne Arbeitsbasis. Ich habe jetzt schon mal einen schönen Bogen gemacht. Das ist mir jetzt aber natürlich noch viel zu dünn. Und ich möchte natürlich noch gern mehr Natur. Ich möchte gern noch mehr
Moos, Birke, ja, einfach so richtig schöne Materialien. Die müssen da jetzt auf jeden Fall dazu, weil ich hab so schöne Sachen gesammelt. Und ich arbeite bewusst zuerst mit den trockeneren Materialien, ja, was natürlich die Birke ist und auch der Chinaschilf. Und zum späteren Zeitpunkt kommen noch die grünen, die frischen Materialien für diese schöne Optik, die kommen dann dazu. Um Festigkeit zu bekommen, muss ich natürlich immer, wenn ich jetzt hier anfange, muss ich auch einfach mal einmal kurz die Birke festwickeln, weil ansonsten würde die mir immer jetzt wieder abhauen. Ja. Manchmal kann man auch das Material sehr gut festklemmen, indem man einfach das Ende zwischen die Knie nimmt. Das ist eine sehr, sehr schöne Vereinfachung, um sich das Leben leichter zu machen. Denn man kann natürlich nicht an jeder Seite alles festhalten. Man kann es dann wunderbar fixieren. Und was ich jetzt mache, ist, ich schlinge die vielen Materialien nicht alle wild durcheinander, sondern ich habe eine Bahn, sieht man das im Video? Moment, muss ich gleich mal zeigen. Ja, ich habe hier einmal die Birke, die ich hier schlinge, dann kommt als nächstes der Chinaschilf und mein Plan ist es, dass ich als nächstes Heidelbeere, dass es so in verschiedenen, wirklich die Materialien mit den verschiedenen Farben, dass die also nicht so wild ineinander gehen, sondern dass die gebündelt, hier sieht man es jetzt sehr schön, ja, sondern dass die so gebündelt und wirklich die Schönheit des einzelnen Materials betonend, ja, dass die hier gewickelt werden in dieser Arbeit. Also man braucht ein bisschen Fingerfertigkeit, aber wenn man so eine Arbeit mal gemacht hat, ist man regelrecht verliebt in diese Materialien. Ich finde sie herrlich, ich liebe sie und ich bringe es natürlich auch nicht mehr fertig, den zurückgeschnittenen Chinaschilf zu entsorgen und er wird bei mir tatsächlich immer in Grenze und immer in Basis für Frühlingsblüher. Ich habe da auch schon so schöne Videos gemacht. Also diese Naturmaterialien werden natürlich immer verarbeitet. Das ist wirklich schon wie so eine Verpflichtung. Man fragt sich wahrscheinlich jetzt, wie macht sie da jetzt wieder ein Herz draus? Wie soll dieser Strang an Naturmaterialien ein Ergebnis bringen? Aber, wie ihr wisst, habe ich doch schon öfter Arbeiten aus Dingen gemacht, die vermeintlich nicht brauchbar wären. Ja, drücke ich jetzt mal so aus. So, ich finde, das sieht jetzt schon mal ganz gut aus, dieser Bogen. Ich werde jetzt auch mal meinen Tisch etwas sauber machen. So, schneide die Enden weg und werde mal die Birke vom Tisch nehmen. So, ich muss auch mal erstmal ein bisschen aufräumen, obwohl ich fürs Video alles so schön vorbereite. Ich habe hier toll dekoriert, habe mir noch die rosa-weißen Tulpen und die rosa blühenden Azaleen. Soll ja alles zueinander passen und hier wird immer der ganze Arbeitsbereich einmal so richtig aufgeräumt, bevor ich hier zu dem Thema Video komme. Wird dann schon so richtig umorganisiert. Ja, wir haben jetzt hier einen schönen Bogen. Ja, sieht eigentlich jetzt aus, könnte man jetzt auch als Türbogen nehmen. Ne? Aber ich habe natürlich was anderes damit vor. Ich möchte jetzt ein Herz machen. Und dieses Herz, das bekomme ich eigentlich am einfachsten, indem ich in der Mitte
Moment, gucke ich mal, wo ist mein Aludraht? Ich mache jetzt Trick 17. Und zwar, ich schneide in der Mitte das Ganze jetzt durch. Natürlich den Aludraht, den habe ich extra mit der Drahtschere durchgeschnitten. Und die Zweige mit der Baumschere. Ganz ein bisschen festhalten, dass ich es nicht aufstrudert. So, habe zwei wunderschöne Stränge. Lege diese Stränge aneinander und wickle sie mit meinem rosa Wickeldraht. So, ein bisschen ordentlich schneiden. Ordnung muss ja sein. So, nehme meinen Wickeldraht. Wickle diese zwei Stränge miteinander fest. So richtig. Aber richtig mit Power, weil ansonsten lösen die sich natürlich wieder voneinander. Und das wollen wir nicht. Und warum Wickeldraht? Also Wickeldraht ist wirklich dieser Draht hier auf dieser Holzstange, ja, auf dieser Holzspule. Weil Wickeldraht hat natürlich viel mehr, ja, hat mehr Zugkraft oder mehr Stabilität als dieser Dekolackdraht. Ja? Also ja, nicht den Dekolackdraht nehmen. Der hat nur 0,3 mm und wenn ich jetzt hier so ziehen würde mit diesem Dekolackdraht, dann würde der einfach ganz, würde der ruckzuck ganz einfach ja, abreißen. Das hält ja nicht aus. Und deswegen überlegen wir natürlich schon, für welche Arbeit ich welche Drähte verwende. Und deswegen zeige ich es nochmal. Also hier, das ist hier dieser richtig schöne Dekolackdraht. Der hat also einen ganz tollen Schimmer. So, und jetzt habe ich eigentlich mal ein, ja, man sollte meinen, fast ein Horn. Und jetzt wird es spannend, weil braucht man ein bisschen Kraft. Jetzt biege ich aus dem Ganzen. Man kann es jetzt schon ahnen, wo ich hin will. Jetzt biege ich meine Herzform. Und jetzt habe ich einmal hier oben und man sieht ja auch hier, da guckt auch dieser pinkfarbene, dieser rosane, dicke Aludraht, der guckt auch durch, den sehe ich. Das macht aber auch nichts, weil der ist ja sehr dekorativ. Und so. Und hier kommen wir schon in die Herzform. Schön, oder? Ja, das ist jetzt auch wirklich eine Arbeit, wo die Kundin auch gesagt hat, sie legt sehr viel Wert darauf, dass diese Arbeit lange hält. Ja, und deswegen kam ich auch auf die Idee, ihr das so anzubieten, mit diesen Materialien und vor allem mit Seidenblumen. Sie wollte keine Frischblumen und es ist jetzt halt noch nicht Ostern, das heißt, wir haben noch nicht die Zeit, wo wir Federn oder Eierchen oder was drauf machen und deshalb, ich brauche einfach andere dekorative Elemente momentan. Und das ist natürlich dann in dem Fall sehr schön mit diesen Zweigen. Sie wollte es auch nicht zu dunkel. Ja, und auch da bietet sich der China-Schilf an. Der ist nämlich schön hell. So, und jetzt sieht das alles noch ein bisschen wild aus. Aber das macht nichts. Jetzt kann ich mit Heißkleber, also dieses Herz wird auch draußen bleiben. Das heißt, ich kann auch ruhig mit Efeu arbeiten, weil der wird nachts immer schön feucht und dadurch hält er sich natürlich auch ganz toll. Ja, das ist auch gar kein Problem. Heidelbeere lässt sich wunderbar brechen. Ja, man sieht, ich benutze also gar keine
Gartenschere dazu. Ja, die kann ich so nehmen. Heidelbeere ist also ein sehr schönes, sehr haltbares Grün. Ich liebe es, um es in Kränze zu wickeln und um diese Kränze partiell grün zu machen. Partiell. Deswegen, mal, wenn ich das hier zeige. So. Ich wickel das jetzt hier rein. Dann habe ich hier so einen schönen grünen Abschnitt gemacht. Ja? Und das Schöne ist ja auch, dass dieser Draht einfach toll aussieht in der Arbeit. Dieser rosane Draht. So, hier kann ich jetzt auch. Und ich nehme immer so ein Bündel von der Heidelbeere, ja, so ein bisschen dicker gegriffen. Lege das in die Arbeit rein und wickle dann die Heidelbeere einfach fest. Ja? Ach, das wird ein richtig schöner Türkranz. Natürlich auch mal ein bisschen Arbeit, die Heidelbeere zu teilen, weil die festen Stücke, also was jetzt sowas ist, das muss ich natürlich wegwerfen. Ja, das ist nicht brauchbar und das muss natürlich entsorgt werden. Aber ansonsten, die hellgrünen Stücke, die verwende ich super gern, dekorativ, gestalterisch. Und warum habe ich den Strang eigentlich in zwei Hälften geschnitten? Ich hätte nie diese schöne Mitte bekommen von dem Herz. Die hätte ich nie hinbekommen, wenn ich das nicht einfach zerschnitten hätte. Ja, und deswegen ist mir so die Idee gekommen, weil eigentlich ist ja ein Herz von der Form her, ist eigentlich am schönsten, wenn ein Herz in, ja, mit zwei, ein Herz ist eigentlich, besteht es aus zwei Tropfen, ja, also zweimal so einen richtig schönen Tropfen aneinander gelegt, ist auch ein Herz. Es gibt ein anderes Video, da habe ich ein Herz gewickelt aus Heu und da blende ich nochmal die Infocard ein. Das ist ein wunderschönes Video und da kommt auch diese Theorie mit den Tropfen, ja, warum, wie man ein Herz am besten wickelt und wie man diese Herzform am besten bekommt, weil die ist nämlich gar nicht so leicht zu machen. Und ich kann es nicht leiden, wenn man ein Herz, ich sage immer, das Dekolleté muss frei sein. Das ist immer mein Spruch. Kennen viele aus meinem Umfeld. Und Dekolleté, sage ich, ist das, wo im Herz diese Mulde sein muss. Und wenn das Dekolleté zu ist im Herz, dann ist es auch kein Herz, dann ist es ganz einfach ein Tropfen. So, was ich gerade so auch noch so auf die Schnelle gemacht habe, eine schöne Efeu-Ranke, hält auch ganz toll. Und ich habe diese Efeu-Ranke, ich halte es mal wieder in die Kamera, ich darf ja nicht so viele so schnelle Sachen machen, die ich nicht zeige. Ich habe die Efeu-Ranke hier oben reingeschoben in das Herz. Man sieht hier guckt sie raus. Ja, habe die einfach nur reingeschoben zum Fixieren. Hintergrund ist, wenn diese Efeu-Ranke nicht mehr so schön ist, dann kann ich einfach eine neue wieder reinschieben. Also ich muss die gar nicht festwickeln, aber das ist natürlich viel grüner und schöner, wenn ich diese Efeu-Ranke reinmache. Und das mache ich jetzt von der anderen Seite auch noch. Weil dieses schöne grüne, dieser tolle grüne Effekt, den wollte ich natürlich gerne auch noch haben, dass das Herz schön frisch begrünt ist. Der frische Kick sozusagen. Obwohl natürlich gleich Seidenblumen mit reinkommen. Und obwohl dieses Herz ganz lange als Türkranz halten soll, verwende ich natürlich sehr, sehr gern auch frische Materialien dazu. So, aber ich habe jetzt die Basis mit meinen Zweigmaterialien ist jetzt geschaffen. Jetzt kann ich das Ganze noch mit Moos
mit Efeu-Stückchen, ja, auch partiell und noch mit schönen kleinen Blüten. Ich habe noch hier Efeu-Stückchen, die auch mit diesen schönen Beeren drin sind. Die klebe ich mit dem Heißkleber fest und habe dadurch natürlich eine tolle Begrünung. Auch die lassen sich dann später relativ leicht wieder rausziehen und da kann man einfach ein paar neue Stückchen wieder festkleben. Ja, das ist eine ganz einfache Geschichte eigentlich. Da kann man auch noch ein paar Lücken füllen, aber nicht die Finger kaputt machen. Ich habe gerade schon gespürt, wie der Heißkleber mir an die Finger gegangen ist. Aber das kennt ihr bestimmt auch. Heißkleber ist ein bisschen garstig, aber ist natürlich ein Material. Du kannst auch alles mit Draht wickeln und kannst den Draht natürlich dann wieder öffnen. Das ist, wenn du es für dich selber machst, ist das auch eine sehr gute Methode. Ich benutze natürlich auch gern Heißkleber, weil es geht relativ schnell. Ich kann die Sachen sehr gut fixieren, aber das ist optional. Früher gab es ja kein Heißkleber. Es gab ja ganz früher weder Heißkleber noch Steckmasse. Da wurde alles gedrahtet und das war irre viel Arbeit, die Floristen hatten. Und ja, die mussten alles dann immer ganz frisch andrahten. Also bin ich sehr froh, dass es so moderne Hilfsmittel gibt und dass wir das nicht mehr machen müssen. Das wäre echt sehr, 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 sehr arbeitsaufwendig. Das ist wirklich gut so. Ja, schön ist auch, wenn man ein sehr frisches Moos. Das Moos, wenn man das holt, das ist jetzt total grün und das ist aber strohtrocken. Ja, das ist, und wenn man frisches Moos hat und das ist feucht, dann ist es am besten, dieses Moos erstmal zu lagern, indem man es in Platten trocknet. Ja, also nicht übereinander legen, weil wenn man es übereinander legt und es ist feucht, dann fängt es an zu modern und dann geht es natürlich ruckzuck kaputt und das ist total schade um dieses wunderschöne Material. Und ja, also in Platten trocknen und dann hält Moos eigentlich nahezu ewig. Und wenn es dann irgendwann wirklich nicht mehr schön ist, dann kann man immer noch ein bisschen tricksen mit meinem geliebten Moosspray, das ich schon in manchen Videos gezeigt habe. Das ist ein super natürlichen, ja, ein schönes natürliches Grün hat. Und da kann man dann auch ganz toll beim so beiges Moos, also wenn das so aussieht, kann man das mit diesem Moosspray sprühen. Und kann also beiges Moos auch wieder schön grün machen. Auch das geht. Kleine Tricks helfen dann auch immer bei der Gestaltung. So. Das ist also doch eine sehr, sehr feine Arbeit. Ich dachte zuerst, diese Knospen, diese rosa Knospen wollte ich auch reinmachen. Ja, aber ich muss doch sparsam damit arbeiten und vor allem, ich brauche auch einen Platz, wo ich das reinkleben kann, dass es auch hält. Und diese Plätze, die muss man sich erstmal suchen, bevor man anfängt zu kleben. Was ich auch hier mache, wie du gerade siehst, erstmal den Platz suchen und dann gehe ich mit dem Heißkleber zu Werke, weil wenn ich das andersrum mache, dann finde ich einfach nichts mehr. Und das ist natürlich schlecht. Seitenblumen. Die sind, ich weiß nicht, ob ihr schon manchmal was damit gemacht habt, die sind meistens auf dem Stiel aufgesteckt. Ja? Das ist wie so ein kleiner Stecker. Hier zeige ich es, genau. Und das ist so aufgesteckt. Und die kann man also einfach wieder zurück draufstecken. Und dann sind sie wieder, plopp, sind sie wieder auf dem Stiel drauf. Wieder was gelernt, oder? Ich wusste das früher auch nicht. Und das ist natürlich eine ganz praktische Geschichte. Und so. Und ich brauche jetzt auch Blüten, ich brauche Knospen. Und deswegen nehme ich die einfach und ziehe die von diesem Stiel runter. Meine Blüten. Und die Knospen auch. Schön ist es auch, wenn man manchmal gruppiert. Gruppieren heißt das auch, große und kleine Blüten, ja, zusammen sind.
und nicht alles so regelmäßig über den Kranz verteilt. Ja, das ist dann, wir sagen immer, dass es floristisch aussieht und deswegen gruppieren wir recht gerne, weil das dann, das, ja, weil gruppiert wirkt, ja, wirken die Blüten schöner. Ich nehme jetzt für seine Arbeit. Ich habe hier Seidenblumen geholt, so einen Zweig. Das sieht aus wie, ja, eigentlich wie Frühlingsblumen. Ja, es passt jetzt auch zur Jahreszeit. Ich wollte meiner Kundin auch wirklich eine jahreszeitlich passende Arbeit machen. Wir haben im Moment natürlich für Kränze weder ja, die Materialien wie im Herbst, die so leuchtend sind, noch die Materialien, die wir immer für Ostern haben. Also es ist im Moment keine typische Kranzzeit. Und meine Alternative war jetzt, dass ich ihr trotzdem einen schönen Kranz mit diesem, ja, mit dieser Mischung aus Natur und damit er schöne blühende Accessoires hat, haben wir einfach mal ein bisschen getrickst und haben die Seidenblumen aktiviert. Ich könnte theoretisch auch noch von den Seidenblumen die Blätter, ja, diese nehmen, aber meine Efeublätter sind so hübsch auf diesem Kranz, dass ich eigentlich diese Blätter überhaupt nicht brauche. Ja, das ist eigentlich unnötig. Und wie so oft entscheide ich mich natürlich auch erstmal während des Arbeitens, was ich benütze und was nicht. Und ich habe mich gerade spontan einfach dagegen entschieden. Ich erstmal die Heißklebefäden abmachen und habe hier doch meine ganzen Blüten, mein Herz. Ich gehe mal einen Schritt zurück, dann sieht man das doch am besten. Habe auch die ganzen Blüten dabei und habe mein Herz. Und eine kleine natürliche B-Note fällt mir noch dazu ein. Also zum einen würde ich doch noch ein paar kleine Blüten entlang machen, weil ich finde, dass hier noch ein bisschen was drauf kann. Ja, da würde ich noch ein bisschen was dazu machen. Und man könnte noch ein bisschen Dachwurz in das Moos setzen und mit dem Dachwurz natürlich noch einen schönen grünen Charakter bekommen. Da mache ich auch noch was dazu. Das finde ich auch sehr, 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 sehr schön. Und meine Knospen, die bringen natürlich auch noch mal diese schönen, ja, mein Knospenersatz. Die Natur. Ja, wie gesagt, es will ja nicht jeder immer Frischblumen kaufen und immer Frischblumen hinstellen. Manchmal muss man auch einfach Natur mischen mit Seidenblumen und um sich dann eine richtig schöne, dauerhafte Deko zu machen. Und dieser Türkranz, der bietet auch dann, der erfüllt diesen Wunsch. Denke ich sehr gut. Ich hoffe, es gefällt ihr morgen. Aber die Ranunkel passen ja auch perfekt. Also diese Ranunkel hier, die passen ja auch perfekt in die Jahreszeit. So, ein bisschen hier aufräumen. Das ist jetzt also mein Türkranz. Ich halte ihn mal neben mich, weil ich glaube, dann kann man es am besten sehen. Also man sieht hier auch so schön diese wunderbar feste Mitte, die dann so richtig schön gewickelt ist. Man kann auch den
Ah, sieht man an manchen Stellen. Hier ist der feste Aludraht. Ja, der ist da drin. Das ist natürlich, der ist richtig klasse. Und der sorgt auch dafür, ich muss mal immer die Heißklebefäden wieder abzupfen. Dieser wunderschöne feste Aludraht, der sorgt auch dafür, dass der ganze, ja, dieses Herz so eine tolle Stabilität hat. Und zum Aufhängen an der Tür kann ich das jetzt einfach natürlich mit zwei Bändern. Ich würde nicht in der Mitte ein Band dran machen. Ich würde es mit zwei Bändern aufhängen und dann hängt das wunderschön und sorgt für ein tolles Entree. Das wirkt jetzt so riesig, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass ich das vor mich halte. Es ist eigentlich gar nicht so gigantisch groß, aber es ist jetzt doch mal eine ganz tolle Frühlingsvariante, die so schön lange hält. Und ich glaube, es lohnt sich doch in die Natur zu gehen und Zweige zu sammeln, Efeuranken, Chinaschilf, Birke, einfach schöne Materialien und dann mit ein bisschen Schmackes, wenn man die schön einfach biegt, und mit diesen tollen Drähten, die du natürlich bei Floristik24 bekommst, mit diesen wunderschönen Drähten, Aludraht, Wickeldraht, ja, mit diesen tollen Materialien, da kannst du ein wunderschönes Herz machen. Entweder als Geschenk oder für deine eigene Haustür. Und ja, das hat zwar jetzt ein bisschen Arbeit, aber ich freue mich, dass du dabei warst und man kann auch ruhig sehen, dass die Handarbeit auch ein bisschen Muckis erfordert und ein bisschen Kraft. Und ich hoffe, ich konnte dir wieder was Schönes zeigen und freue mich einfach, dass du bald wieder dabei bist, auch im nächsten Video. Ganz liebe Grüße, deine Margit. Tschüss!